Was geht ab? Der Weißer am Start für euch. Heute ein neues Video. Wir packen meine neue Key Mission von Nikon aus. Das ist eine 360-Grad-Kamera. Ich hoffe, man konnte gerade mein Gesicht im Karton nicht sehen. Ja, die habe ich mir vor 3 Tagen gekauft oder vor 4 Tagen. Und ich konnte sie leider nicht richtig ausprobieren. Wir packen das Paket auf jeden Fall jetzt erstmal aus. Und dann gucken wir mal weiter. So. Dann haben wir hier erstmal ein paar scheiß Anleitungen. Die brauche ich eh nicht. Die liest eh keine Sau. Was ist das? Keine Ahnung. Weiß ich noch nicht. Ach so. Man kann sich hier irgendwie seine eigene Brille zusammenbauen mit diesen Dingern. Das ist ja auf jeden Fall interessant. Brauche ich nicht. So, dann gucken wir mal. Und weitere Anleitungen. Hier haben wir das Prachtexemplar. Genau, also hier vorne ist eine Linse, hinten auch nochmal. Das ist wie bei der GoPro Hero Session die Einstellung. Also hier drückt man einmal drauf, dann macht sie ein Video. Und hier drückt man einmal drauf, dann macht sie scheinbar ein Foto. Auch 4K-Qualität, Bluetooth hat sie, Wi-Fi hat sie. Und das ist eben gut, ich wollte halt eine Action-Cam als 360-Grad-Kamera. Und da kam die halt in Frage. Ich weiß halt leider nicht so genau, wie man mit 360 Grad Aufnahmen umgehen soll. Das werde ich mich auf jeden Fall noch mal, da werde ich mir auf jeden Fall noch mal Gedanken zu machen. Das Programm habe ich auch noch nicht richtig gefunden. Ich bearbeite ja mit einem Mac und da könnt ihr mir auf jeden Fall, falls ihr ein Programm wisst, wo man das bearbeiten kann, in die Kommentare schreiben. Da wäre ich euch auf jeden Fall sehr dankbar. Ja, wir gucken mal weiter, was im Karton ist. Also auf jeden Fall schon mal die Kamera, sehr schick. Dann haben wir hier, ich denke, das ist so ein Ladeadapter. Erstmal, ach so, ja, genau. Auf jeden Fall so ein Ladeadapter. Mal weiter. Hier ist es jetzt wie bei der GoPro, dass wir so eine Aufkleber haben, wo man dann, habe ich das auch noch hier irgendwo. Genau, hier ist noch das Ladekabel dafür. Was ist das hier noch? Für ein Bubble. Ach so, ein Schutz, glaube ich, ne? Kriegen wir die da rein? Komm schon, zieh deine Hose an, es ist kalt draußen. Ach ja, stoßfest ist sie übrigens auch. Bis 2 Meter oder 1,5 Meter oder so. Oh, das ist ja nice. Das sieht doch sogar gut aus. Damit die halt so ein bisschen, wenn sie runterfällt, geschützt ist, denke ich mal. Das Gute an der ist halt, dass man die auch durch so ein Gewinde dann auch direkt mit diesem Aufkleberpad, das heißt mit einer ganz normalen GoPro-Halterung, am Helm beispielsweise festmachen kann. Das einzige Problem, was ich jetzt noch gerade habe, finde ich, dass die super schwer ist eigentlich. Also wenn man die an die Seite vom Helm macht, dann knickt man irgendwie so wie so ein Eumel da weg. Und das weiß ich halt noch nicht, ob das so geil ist. Aber ich denke mal, wenn man sie eh oben drauf auf dem Helm macht, genau in die Mitte oder hinten aufs Motorrad, aufs Heck oder so, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Und da muss ich einfach mich mal ein bisschen reinfuchsen. Was haben wir hier noch? Dann haben wir hier noch so ein, ja, quasi ein anderes Objektiv oder eine andere Linse. Ich weiß gerade nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall kann man sich aussuchen, ob man diese gewölbte Form haben möchte oder eine gerade Form. Ob man halt dieses Fischauge hat oder ein ganz normales. Und finde ich auf jeden Fall auch ganz sinnvoll. Weiß ich allerdings noch nicht, was jetzt das Bessere ist. Aber das werde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Und dann werdet ihr vielleicht schon im nächsten Video eine richtige 360-Grad-Aufnahme haben. Jetzt weiß ich das noch nicht. Ich habe sie schon einmal ausprobiert, muss ich dazu sagen.
Man hat aber wirklich eine super komische Sicht, weil man das erst noch bearbeiten muss, beziehungsweise zusammenschneiden muss, die beiden Bilder. Und da bin ich mir noch unschlüssig, wie genau das funktioniert. Aber das kriegen wir alles leicht hin. Wir machen die nochmal hier auf und gucken uns nochmal den Akku und wo man die Speicherkarte reinpackt an. Ich wollte schon länger eine 360-Grad-Kamera haben, weil ich es einfach super interessant finde. Das ist halt eigentlich ein unnötiges Spielzeug, aber wenn man es hat, ist es gut. So, dann kann man hier auf. Nee. So. Ja. So geht das Batteriefach auf. Hier ist ein kleiner Akku drin, der auch eigentlich super leicht ist. Wie man ihn von der GoPro eigentlich kennt, also eigentlich fast der gleiche von der Größe und Co. Speicherkarte kann man hier reinmachen. Hier ist noch zum Laden. Und dann hat das hier noch so einen Schalter für den Flugmodus zum An- und Ausmachen. Wasserfest ist die Kamera übrigens auch. Bis 30 Meter tief. Also kommt auch an die GoPro ran. Ich weiß nicht, ob die GoPro auch 30 Meter oder 60 Meter ist. Auf jeden Fall 30 Meter zu tauchen ist ja schon sportlich. Und viel weiter kann man eh nicht sehen. Also macht das schon Sinn. Und hier steht nochmal, wenn sie runterfällt, also 2 Meter, ist sie auch geschützt. Und darum würde ich einfach sagen, ist es halt eine super Action-Cam schon. Erstmal wasserfest und zweitens stoßfest. Ist auf jeden Fall für meinen Bereich richtig praktisch. Da werde ich auf jeden Fall Spaß mit haben, denke ich mal. Ich habe jetzt im Internet nur gelesen, dass die Qualität nicht ganz so gut sein soll, aber davon lasse ich mich auf jeden Fall selbst überzeugen. Ich habe mir jetzt auch extra so eine 4K-Speicherkarte gekauft, die man halt auch für die neuen GoPros nutzt. Ich weiß nicht, ob sowas was bringt, aber ich habe mir gedacht, wenn schon, denn schon. Und da muss ich einfach mal gucken. Ja, auf jeden Fall mega viel Zubehör ist jetzt nicht hierbei. Aufkleberpads, also waren zwei Aufkleberpads bei. Und halt so ein paar, ja, so ein Bastelset, was ich jetzt nicht ganz so sinnvoll finde. Aber wenn man es möchte, kann man sich das bestimmt auch basteln. Ich hätte da keinen Bock dazu, aber naja. Auf jeden Fall ist erstmal alles dabei. Ein schön dickes Anleitungsheft. Habe ich auch keinen Bock zu. Wie geht das wieder zusammen? Zack, zack, zack. Ja, also 500 € hat das Paket gekostet. Was ich jetzt aber für eine 360-Grad-Kamera nicht unbedingt viel finde. Ich hoffe einfach mal, dass ich euch ein paar geile 360-Grad-Aufnahmen in Zukunft zeigen kann. Und möchte euch jetzt noch eine Sache sagen zum Shop. Im Moment habe ich wieder relativ viele Autogrammkarten. Das heißt, zu jeder Bestellung gibt es eine Autogrammkarte von mir. Zu jeder Bestellung gibt es so ein paar miese Aufkleber. Und wenn ich richtig gut drauf bin, kriegt ihr auch noch so einen Terracer Sports Drink. Aber der kommt nicht in jede rein, sondern in jede zweite oder dritte. Und statt zum Sports Drink könnte zum Beispiel auch mal eine Mütze oder sonst was drin sein. Also Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch mal bitte einen Daumen nach oben. Ich hoffe, es hat euch zumindest ein bisschen gefallen und ihr seid interessiert daran, in Zukunft 360-Grad-Aufnahmen von mir zu sehen. In dem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal.